Herzlich willkommen zu Flintensport. Wir stellen euch heute die 694 vor von Barretta. Sie ist seit einigen Wochen auf dem Markt und wir werden sie für euch testen. Wir geben ein bisschen die Übersicht über die ganzen Details, was ist im Lieferumfang enthalten und was ist unsere Empfehlung dazu. Kommen wir jetzt zum Lieferumfang, was alles enthalten, wenn ich mir so eine 694 von Barretta bestelle als Trap-Version, so wie wir sie jetzt hier haben. Einmal ganz klar hier oben die neu eingefügte Lasche für die ganzen Unterlagen von Barretta selber, für die Garantieunterlagen und so weiter und so fort. Dann gibt Barretta noch ein zweites Pad mit, das ist etwas dicker als das, was hier schon vormontiert ist. Kann jeder Schütze selber sich entscheiden, welches er haben möchte oder nutzen möchte. Dann gibt es typisch Öl mit dabei hier vorne, um die Waffe weiterhin zu pflegen. Und unter anderem gibt es noch ein kleines Köfferchen mit einem Schraubenzieher und den Gewichten für den Balance-Variante. Kann jeder Schütze für sich selber einstellen, wie die Flinte in der Balance sein soll. Schraubt man hinten die Schaftkappe ab. Man hat hier 20 Gramm Gewichte und 40 Gramm Gewichte, um das nochmal für sich selber einzustellen. Und zum guten Schluss, der Schlüssel für die Basküle vom Hinterschaft zu trennen, ist jetzt oben verbaut im Koffer. Und ja, das ist das Set, so wie sie dann kommt, als nicht verstellbare Variante mit dem Sporting-Schaft. Kommen wir jetzt zu den Sachen, die neu sind, die Barretta mit der neuen 694 verändert hat. Das ist einmal hier oben das Design von der Basküle. Und die Basküle hat 25 Gramm mehr auf den Rippen als vorher, als bei der 692 als Beispiel. Das ist typisch die Steel-Umläufe. Premium sind weiterhin dabei. Die Verstellung des Vorderschafts, die kann der Schütze jetzt anders einstellen, dass die Flinte beim Öffnen und Schließen bei längerer Benutzung
ein relativ stabiles, gleichmäßiges Gefühl gibt vom Schließen. Der Druck wird gleichmäßig verteilt und somit möchte Barretta die Lebensdauer verlängern. Zusätzlich gibt es ein Feature, wo der Schütze hier unter dem Vorderschaft Gewichte für sich anbringen kann. Auch um die Balance für sich selber einzustellen. Die Gewichte sind nicht im Lieferumfang enthalten, die müssen zusätzlich erworben werden, ist aber gleichzeitig ein gutes System, sodass jeder Schütze individuell die Flinte auf sich einstellen kann. Kommen wir nun zu den Lauflängen, die bestellbar sind. Es gibt einmal eine 71 cm Variante, dann 76 und 81. Das kann sich jeder aussuchen, wie er es möchte. Das Gesamtgewicht der Flinte liegt bei 3550 Gramm. Die Basküle ist ja 25 Gramm schwerer als die alte Version, die 692. Vom Handling her, vom Anschlag und vom Schwingen würde man sagen, man fühlt hier wesentlich mehr Gewicht, auch wenn es nur 25 Gramm sind. Jeder, der die Flinte in die Hand nehmen wird, wird feststellen, hier ist das Hauptgewicht der Flinte. Meiner Meinung nach auch das neue BFAS-System, was hier unten drunter verbaut ist, mit dem neuen Verschlusssystem vom Vorderschaft. Es fühlt sich massiv schwerer an als eine 692. Die Idee von Barretta dahinter war, dass hier vorne mehr Gewicht zentral in die Flinte kommt, die nahe beim Schützen liegt, sodass, wenn der Schütze schwingt, der zentrale Punkt in der Mitte von der Flinte ist. Als kurze Randnotiz für alle Freunde, die die Sporting-Variante sich anschaffen möchten, da sind 5 Chokes dann enthalten im Lieferumfang. Hier bei der Trap-Version ist 3/4 voll fest. Wir kommen abschließend zu unserer Bewertung oder zu unserem Fazit von der 694 von Barretta. Kurz vorweg, ich habe einige Jahre die 692 geschossen und hatte sehr viele Kinderkrankheiten mit der Flinte bezüglich im System unten der Rahmen, mit welchen Madenschrauben der gehalten wird und wie schnell die auch brechen können. Ich hoffe, bei der 694 haben wir die Aussage bekommen, dass hier unten das System, wie es zusammengehalten wird, an der Basküle verbessert wurde. Und ansonsten das neue BFAS-System unter dem Vorderschaft macht einen sehr guten Eindruck. Individuell einstellbar für den Schützen. Der eine ist etwas größer, was kräftiger, der andere etwas schneller. Man kann sich die Flinte durch die zwei Balancer vorne und im Hinterschaft perfekt einstellen, auf den Schützen individuell. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig. Ansonsten, so wie die Flinte hier im Set ist, kann man auch sagen, dass die Idee vom Koffer-Style, den Schlüssel jetzt hier oben anzubringen und hier so eine Seitentasche für die Unterlagen zu bilden, auch mit Sicherheit Sinn macht, wenn die Unterlagen permanent hier irgendwo drunter liegen, zerknüttelt das alles und ist nicht so vorteilhaft. Das Ganze macht einen sehr guten Eindruck. Die Flinte lässt sich auch schön schießen. Es ist weniger Rückstoß zu merken als bei der 692. Die Trap-Version als nicht verstellbaren Schaft hat ein gutes Maß voreingestellten Hochschuss schon drin, meiner Meinung nach. Und ansonsten ist es ein rundum sorglos Paket, das muss man schon sagen. Also bei einer Preisklasse von 3.800 Euro, je nach Händler, irgendwo so in der Richtung, sage ich jetzt mal vorweg, ist das ein gutes System, eine gute Basis, liegt irgendwo mit bei einer Browning, die auch um die 3,5 liegt, als 7,25 pro Sport. Es ist naheliegend gleich. Im Einzelfall kommt es wieder darauf an, welches Wohlempfinden hat der Schütze, wenn er die 694 von Barretta schießt oder ein anderes Fabrikat von einer anderen Firma. Aber grundlegend kann man mit diesem Set nichts falsch machen. Es ist gerade für Einsteiger oder auch für eher Semi-Amateursport-Profis oder Schützen, die engagiert sind, ein sehr gutes System. Können wir nur empfehlen. Das war es wieder von uns. Wir hoffen, wir konnten euch einen kleinen Eindruck geben von der neuen 694 von Barretta. Uns hat es wieder Spaß gemacht und wir würden uns über ein Like und einen Daumen hoch freuen. Abonnieren auch nicht vergessen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, alles Gute, ciao.